Ohr offen zu haben für das, was die Leute interessiert, ohne in die, wie soll ich sagen, in die Niederungen der schlichtesten Befriedigung von Massengeschmäckern zu gehen. Das ist ein schwieriges Geschäft, ist immer wieder eine Gratwanderung, weil ein Musical, das ein Mainstream-Produkt ist, natürlich nicht am Publikumsgeschmack vorbei produzieren darf, vorbeilaufen darf, weil dann sitzen wir vor leeren Häusern. Dieser Bezug zu dieser ungeheuren Geschichte, zu dieser ganzen Atmosphäre von Wien, die war mir eben wichtig, wenn es in Wien uraufgeführt wird. Wenn es woanders gewählt, hätte ich vielleicht einen anderen Stoff gewählt. Man tut das aber nicht ungestraft, sagen wir mal, wenn man spekulativ sagt, das könnte hier ankommen. Das glaube ich nicht. Es kommt an, weil es dahin gehört. So rum. Produzenten möchten natürlich gerne gleich vom Anfang an einen kommerziellen Erfolg sich zusichern, dass man gleich am Anfang davon redet. Kinder, in den ersten 8 Szenen, da muss ein Riesenlied wie zum Beispiel Memories, man nimmt dann immer diese typischen Beispiele und so. Natürlich spricht man davon und natürlich will man das auch. Ich garantiere nicht, dass es ein CD-Verkaufshit wird, sondern wenn es gelingt, dann ist das ein Lied, was in diesem Stück zum Publikum und zum Stück das Richtige ist. Sonst mache ich es nicht. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, abzukassieren, sondern auch das weiterzuentwickeln. Die Entwicklung Wiens zur Musical-Metropole war in der Stadt der Operette ein Weg der kleinen Schritte. Als Pionier hierzulande gilt Marcel Bravi, der ab 1952 mit bunten Abenden zeitgenössisches amerikanisches Musiktheater bekannt machte. 1955 wurde er an die Wiener Volksoper engagiert, wo auch bald die erste Produktion auf die Bühne kam. Kiss me, Kate, ein Musical erobert Wien. Am Tage nicht so ohne Zahl verschwenden wir die Nächte. Das Stück war zwar ein Erfolg, doch es sollte noch fast ein weiteres Jahrzehnt dauern, bis das Publikum der neuen Musiktheaterform aus den USA aufgeschlossener begegnete. Das hing damit zusammen, dass wir aus Berlin ein Gastspiel hier hatten mit My Fair Lady. Und das war eigentlich der Auslöser, weil das Publikum ist so hingerannt, dass man gesagt hat, ah, das ist ein Bedarf. Das renovierte Theater an der Wien bot sich als geeignete Spielstätte an, geführt von Rolf Kutscherer. Für die Besetzung der Hauptrollen setzte man auf Stars aus der Theater-, Film- und Schlagerwelt. Darsteller, die singen, tanzen und schauspielen konnten, waren anfangs nicht so leicht zu finden. Er hat Glück gehabt, ein tschechisches Ballett, das auf Tournee war, ist in Wien hängen geblieben. Und die hat er ins Musical eingebaut. Denen hat er nach und nach auch Sprechen beigebracht. Und auf diese Weise hat er so einen gewissen Grundstock sich geschaffen und konnte damit weiterarbeiten. Neben internationalen Erfolgen war auch bald die erste Eigenproduktion auf dem Spielplan. Ein Musical von Udo Jürgens. Helden, Helden, ohne sie gibt's keinen Sieg, ohne Helden gäbe es keinen Krieg. Musical eroberte sich einen fixen Platz in der Wiener Theaterlandschaft. Der richtige Boom setzte aber erst 1983 ein. Der neue Intendant Peter Weck eröffnete seine Amtszeit mit Andrew Lloyd Webbers Cats, das 7 Jahre erfolgreich laufen sollte. Weck selber war eigentlich völlig konsterniert über diesen Erfolg, weil es ihm vieles andere blockiert hat, was er eigentlich auch vorhatte. Und dadurch kam dann auch die Konstellation Vereinigte Bühnen Wien, damit man drei Häuser zur Verfügung hat und verschiedene Sachen zur gleichen Zeit machen kann. Wenig später setzte die neue Musical-Euphorie auch in Deutschland ein. Durch die Erfolge von Cats und Phantom der Oper witterten private Investoren das große Geschäft. Der Erfolg eines Musicals wurde nunmehr nach seiner Laufzeit bemessen. Das Genre wurde zur lukrativen Einnahmequelle für die Unterhaltungsindustrie. In zahlreichen deutschen Städten entstanden für bestimmte Produktionen sogar eigene Theater mit hoher Sitzplatzzahl. Eines schaffte es ins Guinness-Buch der Rekorde.
Das 1987 eröffnete Starlight Express Theater in Bochum zählt bis heute über 13 Millionen Besucher des gleichnamigen Musicals von Andrew Lloyd Webber. Es ist das am längsten an einem Ort gespielte Musical aller Zeiten. Eine Ausnahme. Denn durch das Überangebot entpuppte sich das vermeintliche Millionengeschäft für viele Anbieter bereits in den 1990ern als Flop. Heute ist die Stage Entertainment in Hamburg der Quasi-Monopolist in Deutschland. Der international vernetzte Konzern hält die Lizenzrechte für zahlreiche Musical-Produktionen und besitzt Spielstätten in ganz Europa und am Broadway. Wir haben gelernt, Musicals sind endlich und die Erwartungshaltung, es geht schnell, schnell, es kommt etwas Neues, sicherlich zieht das auch ein bisschen im Musical ein. Und da kommt ja halt unser großer Vorteil zutage, dass wir halt so viele verschiedene Musical-Standorte haben. Wir sind ja bei Stage Entertainment nicht nur in Deutschland zugegen, sondern wir können ja auch Shows international austauschen. Dadurch hat ein Musical auch wieder einen längeren Zyklus und vielleicht insgesamt wieder den gleichen Zyklus, den es früher auch mal hatte, nur halt jetzt auf viele Standorte verteilt. Ein Musical hat keine öffentliche Förderung, zumindest bei uns nicht. Und wir müssen das Geld, was wir ausgeben, auch zurückverdienen. Wir haben keine andere Wahl. Und wenn Sie das im Musical-Genre versuchen, müssen Sie Stoffe finden, die möglichst eine breite Zielgruppe ansprechen. Und mit der ersten Eigenproduktion des Unternehmens scheint dies wohl auch gelungen. Ein Musical mit Melodien aus dem umfangreichen Schaffen von Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York in Lizenz an die Vereinigten Bühnen Wien zu vergeben, war für uns auch schon ein historischer Moment. Eine Produktion zu übernehmen bedeutet nicht, sie einfach zu duplizieren. Die Vorlage muss an die jeweilige Spielstätte und ihr spezifisches Publikum angepasst werden. If you were sitting here in the Raimund Theater and look to this show, you look to a Vienna show. Hier im Raimund Theater ist eine Wiener Show entstanden. Das ist keine Kopie von Hamburg, sondern sie ist frisch produziert und sogar noch besser geworden. Die Vereinigten Bühnen Wien sind eine sehr kreative Gruppe von Theaterleuten. Und wir sind wiederum die Marktleader im deutschsprachigen Raum mit 28 Theatern in ganz Europa. Man sollte versuchen, zusammenzuarbeiten, denn das wäre eine gute Antwort auf die Übermacht der amerikanischen Produzenten. Wir leben in einer Welt, wo der anschafft, der zahlt und nicht der anschafft, der denkt. Und insofern muss man von unserer Seite her, die wir das Kreativpotenzial haben, schauen, dass wir in einem Deal mit Job van den Ende gleichwertige Partner sind. Es ist eine Tatsache, dass viele der ganz großen Musicals, die wirklich auch geblieben sind, entstanden sind an subventionierten Bühnen und die dann übernommen wurden in der Auswertung von kommerziellen Anbietern. Der Weg zum Broadway hat sich schon einmal aufgetan. Aber es ist ein schmaler Weg, wenn man in einer Branche Theater machen will, die längst schon zum Geschäft geworden ist. Ob der Erfolg eines Musical-Standortes am kreativen oder am kommerziellen Potenzial zu messen ist, ist Ansichtssache und eine Entscheidung. Die Vereinigten Bühnen Wien stehen dafür, dass sie die Klassiker von morgen schaffen. Das hat mit Geld zu tun, das hat mit Risiko zu tun, das hat aber auch mit Theaterleidenschaft und Theaterblut zu tun. Ein Platz in der künftigen Theatergeschichte für die Ewigkeit? Ein ambitioniertes Vorhaben. Ob es gelingt, entscheidet letztendlich das Publikum.